Im Rahmen des Forum-Alumni-Vereins der Kunstuniversität betritt einer der kontroversesten und populärsten Schauspieler im deutschen Sprachraum Linzer Boden. Martin Semmelrogge liest aus seiner Autobiografie »Das Leben ist eine Achterbahn« und erzählt exklusiv mit viel Humor über sein bewegtes Leben, das den deutschen Rebell schon durch viele Höhen und Tiefen und durch die verschiedensten Charakterdarstellungen geführt hat. Irgendwann war mir diese kleine Welt zu eng geworden und ich wollte mein Kinderzimmer verlassen. Ich verbrachte mehrere Stunden damit, mein Rollbett in Richtung Fenster zu manövrieren. Dort hievte ich mich an den schweren Vorhängen hoch. Dabei geriet mein Bett erneut in Fahrt und es kam, wie es kommen musste. Ich plumpste mit voller Wucht auf den Boden. Mein Geschrei war markerschütternd und mein Vater entzog mir umgehend meine erste Fahrerlaubnis. Wie erklären Sie sich Ihre Rollenzuschreibung als Gauner und als Enfant terrible? Naja, mei, das sind so die Schreiberlinge. Also, ich würde gern mein komisches Talent, also würde ich gern öfter zeigen. Und das versuche ich schon auch immer irgendwie in die Rollen reinzubringen. Humphrey Bogart und Che Guevara. So fuhren wir zur Tankstelle und von dort euphorisch und vollgetankt zum Mittleren Ring, der damals noch weniger als heute kreuzungsfrei ausgebauten Münchner Stadtautobahn. Wir grölten Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Was ist denn für Sie das Besondere am Talent Martin Semmelrogge? Ich habe so das Gefühl, er identifiziert sich sehr mit den Rollen. Und er ist einfach ein großer Schauspieler. Dass er sehr authentisch ist, dass er sein Leben so gelebt hat, wie er es gefühlt hat und wo er auch Höhen und Tiefen erlebt hat und dass er sehr uneitel ist und positiv. Und das macht, glaube ich, den Semmelrogge aus. Was ich bemerkenswert finde und wo ich mir gerne eine Scheibe abschneiden würde, ist diese völlige Freiheit, also sozusagen völlige Grenzenlosigkeit, die ja oft zum Chaos führt, aber schlecht zu singen, das zuzugeben und dann sozusagen trotzdem wegzurocken, auch auf die Gefahr hin, dass man nicht so gut aussieht, wie man eigentlich aussehen will, das finde ich sehr bemerkenswert bei ihm. Das Besondere an Martin Semmelrogge ist einfach, dass er so authentisch ist, wie das in der Schauspielwelt ganz selten der Fall ist. Sie haben ja auch als Kind einer Schauspielerfamilie im Grunde den Schauspielbereich oder das Theater seit über 35 Jahren wirklich miterlebt. Was ist denn für Sie die signifikanteste Veränderung im Theaterbereich? Ich finde, dass sich bloß irgendwie nackert hinzustellen und rumzuonanieren, das muss nicht unbedingt gleich progressiv sein. Also wichtig ist immer noch als Schauspieler oder überhaupt auf dem Theater, dass man sein Handwerk kann, dass man wirklich Fantasie hat und dass man auch die Mittel hat. Und die Kunst, auch wenn sie hin und wieder auf dem Scheißhaus ist, die Kunst kann man nicht kaputt machen, die Kreativität. Das kommt wie Unkraut, das kommt immer wieder raus. Ja, ich verstand die Welt nicht mehr. Eigentlich wollten Sie doch die Welt verändern, alles in Frage stellen. Meine Idole. Ach, noch was. Am 30. bin ich nochmal in Neukirchen mit den Gestreiften, The Haunted Prisoners, im Beckhirsel. In Neukirchen an der Vöckler im Gasthof, um 20 Uhr live zu genießen und natürlich jetzt am Wochenende bis zum 10. August, Zipf oder die dunkle Seite des Mondes. Kommt zum Kohlebrecher, Leute, kommt einfach und schaut euch das an. Servus.